Moin, liebe Freunde der Strategie und willkommen zurück zu einem neuen Part von Command & Conquer 3 Tiberium Wars mit der GDI. Wir sind fertig hier. GDI Oberkommando Washington DC, blaue Zone B2. Nun, Commander, hervorragend gelöst. DC ist wieder unter unserer Kontrolle. Und wir haben einen neuen Direktor, Redmond Boyle. Er ist bisher Finanzsekretär der GDI gewesen. Ich weiß, was Sie denken. Aber so steht's nun mal im Protokoll. Alle Vorgesetzten Boyles kamen beim Angriff auf die Philadelphia ums Leben. Sehen Sie, der Vorteil ist, dass Boyle als kluger Mann die Finanzkanäle kontrolliert. Und wir brauchen jeden Penny, um den Krieg zu gewinnen. Entschuldigen Sie, General, aber Sie sollten wissen, dass... General Granger, Redmond Boyle, es ist mir eine Ehre. Danke. Wirklich. Danke, Direktor. Sie konnten nicht ahnen, dass ich kommen würde. Bitte entschuldigen Sie, aber ich war gerade hier in der Nähe und wollte mich bei Ihnen persönlich für Ihre Arbeit bedanken. Danken Sie nicht mir, Direktor. Danken Sie dem Commander. Commander, schön, dass Sie auf unserer Seite stehen. Ihre Erfolge auf dem Schlachtfeld sind eine Inspiration für uns alle. Aber ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wir dürfen uns nicht damit zufrieden geben, das zurückzuerobern, was uns gehört hat. Wenn Nott einen Krieg will, sollen Sie ihn haben. Einen Krieg, der ihrer Schreckensherrschaft ein Ende setzen wird. Aber eins nach dem anderen. Beenden Sie zuerst Ihre Arbeit hier in DC, Commander. Erobern Sie die Stadt zurück. Zeigen Sie der Welt, der Sieg gehört uns. Star Wars Zuschauer hätten jetzt wahrscheinlich mit Freude reagiert, denn dieser Mann hat niemand anderen gespielt als Lando in der alten Trilogie. Ja... Das Weiße Haus, auch übrigens ein begehrtes Ziel aus Alarmstufe Rot 2. Showdown in DC, erobern Sie das Weiße Haus zurück. Tja, Commander, Sie haben fabelhafte Arbeit geleistet. Aber Sie haben noch eine Schlacht zu gewinnen. Erobern Sie das Weiße Haus zurück. Vom taktischen Standpunkt her hat es für uns bloß Symbolwert. Aber unterschätzen wir in diesem Krieg nicht die Macht der Wahrnehmung. Wir zeigen der Welt, dass wir die Blutung gestoppt und Nott unter Kontrolle haben. Aber ich sollte Sie warnen. Nods Elitetruppen kämpfen mit Stealth-Einheiten. Sie sollten also zuallererst die Störtürme ausschalten. Denn so enttarnen sie den Feind. Viel Glück, Commander. Ja, GDIs Arroganz ist unglaublich. Wir haben Nod unter Kontrolle. Ja, klar. Freunde. Die über dem Weißen Haus gehissten Nod-Banner waren ein schwerer Schlag für die Moral der GDI-Truppen. Sie müssen dieses Symbol der Freiheit zurückerobern. Da Nod in der Nähe über einen Bereitstellungsraum verfügt, haben sie die Chance, ein großes Lager modernster Nod-Waffen zu vernichten. Schalten sie zunächst mit einer kleinen Armee die Luftabwehr aus, anschließend verwandelt ein Firehawk-Geschwader aus Langley die geparkten Militärfahrzeuge in einen brennenden Haufen Schrott. Greifen sie dann den Nod-Stützpunkt vor dem Weißen Haus an. Ja, Sir. Empfange Nachricht. Die Nordtruppen sind zu zahlreich für einen Angriff. Schalten Sie Ihre Luftabwehr aus, damit Sie Luftunterstützung von der kürzlich eroberten Langley Air Force Base anfordern können. Mhm. Finde ich übrigens auch schön, dass sich das so ein bisschen verknüpft hat. Finde ich cool gemacht. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Bestätigt. Die haben das Tiberium verbreitet. Natürlich machen sie das. Vorsicht! Was dachtet ihr denn? Das ist die Bruderschaft von Nord, hallo? Ja, Sir. Finde ich auch cool, dass man die Marschgeräusche jetzt einfach mal so hört. Schön durch den Turm durch, ist ja egal. Passt schon. Vorsicht! Es interessiert die einfach mal gar nicht. Normalerweise wird den Gegner das so hart triggern, dass er gleich alles, was er hat, rausschickt. Aber nö, hier interessiert die das einfach mal gar nicht. Guckt euch das an, was er hier alles stehen hat. Flammenpanzer, Avatare, so heißen die Dinger. Flammenpanzer, das ist die Strahlenkanone. Scorpion-Panzer. Eieieiei. Ja, das ist Washington DC der Zukunft. Aufgepasst. Ja, Sir. Empfange Nachricht. Die Luftunterstützung braucht ein Ziel. Markieren Sie es mit der Luftangrifffähigkeit der Firehawks. Mhm, mache ich gleich. Das mache ich gleich, aber erstmal möchte ich meine Truppen ganz gerne verschanzen, denn die werden wir gleich da brauchen an den Positionen. Ziel Na komm, wählen. Wir setzen schon mal das Ziel. Feuerfrei, Jungs. Ziel in Sicht. Schickt sie zur Hölle, Jungs. So greifen sie übrigens normalerweise nie an. Kehren zur Basis zurück.
Verstanden, Commander. Hm? Die Nachricht ist übrigens auch neu, gab es vorher noch nie. Ah ja. Empfange Nachricht. Nat hat vor dem Weißen Haus einen Stützpunkt errichtet. Mhm. Zerstören Sie die Produktionsgebäude, um das Gebiet zu sichern. Okay. Sollten wir hinkriegen. Ja, wir sind bereit. Das ist schön. Was zum... Der Stützpunkt ist einfach verschwunden. Wird gebaut. Infanterietrupp. Tja, sowas kommt positiv. Vor. BMT, wie Empfange ist der Plan? Nachricht. Nat tarnt seinen Stützpunkt mit diesen Störsendern. Nein. Wenn wir sie zerstören, ist ihr Stützpunkt verwundbar. Man muss sich mal vorstellen, in Tiberian Sun war da solche Riesenviecher von Apparaten und haben Unmengen an Strom gefressen. Und jetzt haben sie daraus einfach mal Türme, solche kleinen, smarten Türme gemacht. Nordinfanteristen sind nur in der Masse gefährlich. Postieren sie in den markierten Gebäuden Scharfschützen, um sie zu dezimieren. Machen wir. Neues Bonusziel. Aber erstmal bauen wir einen Baukran. Geheimdienst Commander. Nord scheint nordwestlich des Weißen Hauses mehrere Kraftwerke errichtet zu haben. Wenn wir sie zerstören, bricht die Verteidigung des Feindes zusammen und wir haben leichteres Spiel. Mhm, okay. Wir haben auf jeden Fall gerade eine Geheimdienstdatei bekommen. Die werden wir uns natürlich angucken. Oh, wir haben ein paar mehr bekommen. Scharfschützenteam. Taktisches Feldhandbuch. Scharfschützenteam. Scharfschützenteam schalten feindliche Infanteristen mit bemerkenswerter Präzision aus. Solange sie sich nicht bewegen, sind sie unsichtbar und können nicht geortet werden. Also eine Stealth-Einheit. Darüber hinaus sind Scharfschützen in der Lage, Juggernaut-Einheiten im Umkreis von mehreren Meilen Zielen zuzuweisen. Das sind die Walker der GDI, die werden wir noch bekommen. Die Besatzung der Juggernauts kann alle feindlichen Einheiten und Gebäude in der Nähe aktiver Scharfschützenteams unter Beschuss nehmen. Landeplattform, Feldhandbuch, vorgeschobene Luftwaffenbasis. Lufteinheiten werden in der Regel zur Unterstützung von Bodeneinheiten eingesetzt. Auf den modularen Landeplattformen der GDI können bis zu 4 Kampfflugzeuge stationiert werden. Während Orca-Bomber auf Landeplattformen betankt, repariert und bewaffnet werden, können Firehawk-Abfangjäger darüber hinaus mit zusätzlichen technischen Systemen bestückt werden. Da die Steuerung von Lufteinheiten teilweise über Landeplattformen erfolgt, führt deren Ausfall angesichts der in aller Welt wütenden Ionenstürme zur Störung der Lenksysteme unserer Flugeinheiten. Die Fortsetzung einer laufenden Operation ist in diesem Fall undenkbar. Orca-Bomber. Taktisches Feldhandbuch Mark IV Orca. Die extrem wendigen und leichten Orca-Einheiten der GDI werden seit Jahrzehnten zur Unterstützung verschiedener Bodenoffensiven eingesetzt. Die Maschinen der derzeit in aller Welt aktiven Mark IV Modellreihe sind die modernsten Flugzeuge unserer Zeit. Der Mark IV Orca ist ein vielseitig einsetzbarer Senkrechtstarter mit großer Reichweite. Darüber hinaus erreicht er enorme Geschwindigkeiten und ist in der Lage, längere Zeit über einer Position zu schweben. Die Luftbodenraketen des Mark IV können gegen verschiedene Ziele wie Fahrzeuge oder Gebäude eingesetzt werden, wie wir gesehen haben. Außerdem verfügt der Mark IV über Sensoren, die die Ortung vieler Stealth-Einheiten der Bruderschaft von Nord ermöglichen. Feldkommandeure sollten allerdings bedenken, dass Orcas nicht über Luftkämpfe mit anderen Flugeinheiten geeignet sind. Operieren sie in Gebieten mit Nord-Lufthoheit, sollten sie ihre Orcas daher mit mehreren Firehawk-Abfangjägern begleiten. Was man normalerweise immer tut mit Bombern, dass man den Jagdschutz gibt. Feldhandbuch zur Basislogistik. Ist Ihr Zeitfenster über die Errichtung einer vorgeschobenen Basis eng, bauen Sie einen Kran, um Ihren Bauhof um eine zusätzliche Bauliste zu erweitern. Dadurch können die Nano-Assembler Computer- und Steuersysteme 2 Gebäude gleichzeitig fertigstellen. So sieht's mal aus. Deswegen habe ich nämlich gerade auch den Kran gebaut. Hier geht's nämlich ein bisschen schneller. Bau abgeschlossen. Müssen wir nämlich nicht eine halbe Ewigkeit warten, bis es einigermaßen in Gang kommt, sondern wir können gleich direkt loslegen. So, und wir bauen gleich mal ein zweites Kraftwerk, weil wir werden wahrscheinlich später ein bisschen Energieprobleme bekommen, weil wir müssen auch noch Abwehrsysteme aufbauen. Das ist jetzt übrigens der Vorteil, den man in einer ungepatchten Version hat. In einer gepatchten Version kann man nur Silo noch eine bestimmte Einheit bauen und ich glaube, das war es dann auch so ziemlich schon. Also wir haben da nicht sehr viele Möglichkeiten. Deswegen, also das ist auch mit einer der Gründe, warum ich das Spiel nicht gepatcht habe. Auch das Bauland, was man hier sieht, erweitert sich durch die Kraftwerke. Würde nämlich in der gepatchten Version auch nicht passieren. Also das heißt, man hat in einer ungepatchten Version eigentlich mehr Vorteile als Nachteile. Ist halt so. So, dann bauen wir jetzt mal einen Gefechtsstand und außerdem Arsenal. Arsenal ist nämlich neu
Und auch ziemlich wichtig, gerade wenn man viele Infanterieeinheiten hat. Ja, gucke ich mir gleich an. Wenn ich das jetzt nicht vergesse. Denke ich aber mal eher weniger. Oh. Bau abgeschlossen. Die heizen aber meinen MG-Stand kräftig ein, wa? Okay, das war das. Gut, gucken wir uns erstmal die Geheimdienstdatei an. GDI Basisverteidigung. Technisches Handbuch 2047 Auszug. Die GDI verfügt über folgende drei Systeme zur Abwehr feindlicher Angriffe. Wachtürme, Guardian-Kanonen und Flugabwehrbatterien, die übrigens extrem schnell feuern. Die 9 Meter hohen Wachtürme sind mit je 22 mm Shane Guns bewaffnet, deren moderne Infrarot- und Sensorsysteme die Ortung getarnter Einheiten ermöglichen. Angreifende Infanteristen haben den Geschützen eines Wachturms nichts entgegenzusetzen. Die mit modernen Erkennungssystemen ausgestatteten Wachtürme priorisieren im Falle eines Angriffs kombinierter Panzer- und Infanterieverbände die feindliche Infanterie, um ihre eigene Effektivität zu erhöhen. Die 105 mm Granaten der Guardian-Kanonen durchschlagen sogar die Panzerung schwerer Panzer. Da die Kanone für die Abwehr von Fahrzeugen entwickelt wurde, eignet sie sich nicht für Angriffe auf Infanterieeinheiten. Aha. Die beiden 30 mm Gatling-Geschütze, Juris Rache und Generäle, einer Flugabwehrbatterien feuern Granaten mit angereicherten Uran ab. Atomwaffen. GDI. Das ist aber böse. Aufgrund ihres präzisen Feuerleitsystems und ihrer enormen Kadenz sind Flugabwehrbatterien der Albtraum jeder Flugeinheit. Das stimmt leider. Vor allen Dingen, wenn es recht viele sind. Was die KI in Gefechten wahnsinnig gerne macht. Sie baut wahnsinnig viele davon. Wenn sie welche baut. Dann richtig viele. Gut, ich werde jetzt erstmal keine Wachtürme bauen, weil sonst fällt nämlich die Energie aus. Das würde ich ganz gerne zu verhindern wissen. Bau abgeschlossen. So, dann werden wir die Gebäude gleich erstmal bemannen. Und außerdem erstmal die Zivilgebäude hier leer räumen. Man kann ja nicht angehen, dass sie hier einfach Zivilgebäude einnehmen. Das geht ja gar nicht. Erstmal hätte ich gerne das Kraftwerk, bitte. Dankeschön. So, dann haben wir jetzt erstmal wieder Energie und dann bauen wir jetzt die Waffenfabrik. Commander, wir stellen für diese Mission Predator-Panzer bereit. Bauen Sie sie in Ihrer Waffenfabrik. Der Nachfolger, ein würdiger Nachfolger des M1A1, wie ich finde, wird gebaut. Ein richtig guter Panzer. Leider richtig gut. Wahnsinnig gefährlich. Grenadiertrupp bereit. Leider. Abgeschlossen. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Oh, haben sie das Gebäude freigeräumt? Auch gut. Das geht natürlich auch. Die Gebäude hier übrigens können die Ingenieure meines Wissens nach nicht reparieren. Sehr bedauerlich, aber leider ist es so. Ich glaube, ich sollte das Gebäude mal räumen, bevor es zerstört wird. Dann können wir nämlich die Bonusmission nicht mehr erfüllen. Nein, jetzt rennt er da rein, oder was? Nee, doch nicht. Ich dachte schon. Ach, Leute. Es war eigentlich viel zu früh, da jetzt schon hinzufahren. Viel zu früh. Aber was soll ich machen? Bevor sie das Gebäude auseinanderpflücken. Ja, der BMT wird flöten gehen, war klar. Das war klar, dass sie mir den weghauen müssen. Übrigens, dann werdet ihr ja gleich mal die besondere Fähigkeit des Arsenals zu Gesicht bekommen. Denn das Arsenal kann unsere Truppen heilen. Das ist auch so eine Art Feldlazarett. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Krankenhausgebäude aus dem Tiberium-Konflikt. Das gibt es nämlich tatsächlich. Das kann man eigentlich unter normalen Umständen nicht bauen. Wenn man cheatet allerdings schon. Jedenfalls, wenn man den dementsprechenden Code eingibt dafür. So, ihr könnt mal bitte eure Infanterietrupps mal rausschmeißen. Die braucht ihr nicht. So, dann bauen wir nämlich drei weitere BMTs und bemannen die alle schön mit Grenadieren. Das heißt, wir brauchen 6 Trupps. Ich sagte 6 Trupps. So, ihr könnt da reingehen. Ihr müsst sogar da reingehen. Das ist eure Mission. Ihr räumt das Gebäude und zieht euch zurück. Damit die Scharfschützen da rein können. Beziehungsweise ein Trupp von euch geht mal zurück. So, ich hoffe, dass Nord jetzt nicht auf die Idee kommt, die zu bemannen. Ah, ja, schön. Ja, das war klar. Sehr schön. Bonusziel haben wir erreicht. Wunderbar.
Übrigens, die Infanterietrupps haben auch noch eine interessante Fähigkeit. Die können nämlich selber Bunker bauen. Eingraben. Kostet 300, aber wie gesagt, sie bauen zur Verteidigung einen Schutzwall aus Sandsäcken. Na, eigentlich bauen sie eher so einen kleinen Bunker, wo man rein kann. Es kann losgehen. Eigentlich. Grenadiertrupp. Alles klar. Wir sind pleite übrigens. Erwarten Befehle. Unglaublich. Aber wahr. Ist okay. Können wir aber ändern. Das werden wir auch gleich ändern. Aber mach den Wurf, Arm, Alter. Was geht ab, du? Sie haben keine Chance. Was geht ab bei dir? Was? BMT erwartet Befehle. Ich finde einfach die Spreche von denen cool. Grenadiertrupp bereit. Rücken vor. Es kann losgehen. So, ihr seid dann mein Team 1, mein Killer-Team. Er hat ihre Codes. Oh mein Gott. Was sagen wir dazu? Ich habe ihre Codes. Ingenieur einsatzbereit. Gut, dann geh du mal in Wartestellung schon mal. BMT, wie ist der Plan? Und währenddessen geben wir schon mal weitere BMTs in Auftrag. Die Panzer werden wir wahrscheinlich noch nicht wirklich brauchen. Ausbildung. Noch nicht. Wird sich aber noch schlagartig ändern. Nähern uns Ziel. Da seht ihr das. Das konnten die vorher nämlich nicht. Vorher musste man immer auf die Bäume einballern, bis sie eben halt weg waren. Das ist jetzt halt nicht mehr so. Ach, greift mal diese Stückmauer da an. Das nervt. Ich denke jedes Mal, das sind feindliche Einheiten, die uns angreifen wollen. Können wir die eigentlich schon verbessern, die Kraftwerke? Ich glaube nicht, ne? Nee, dafür ist das Technologiezentrum erforderlich. Ja, auch die GDI hat ein Technologiezentrum. Wäre ja sonst auch doof, wenn nur die Bruderschaft ein Technologiezentrum hat und die GDI einfach mal nicht. Wäre natürlich lustig irgendwo, aber ist leider eher unrealistisch. Natürlich haben beide sowas. Ja, wir werden jetzt mal dieses Tiberium-Silo einnehmen. Das bringt nämlich richtig Asche, wenn man es gut anstellt. Also richtig Asche. Nicht nur so ein bisschen Asche, sondern richtig Asche. Außerdem gestelltes Bauland zur Verfügung. Auch eine nicht unterschätzte Fähigkeit. Was machst du da? Er leckt da einfach rum. Sehr schön. Er leckt da einfach mal rum. Klingt auch verkehrt, aber ihr wisst, wie ich das meine. So, dann bauen wir mal eben zwei Silos. Am besten in der Nähe der Raffinerie. So. Und so. Und dann werde ich gleich mal in der Nähe des Tiberium-Silos hier. Werde ich dann gleich mal ein paar Geschütztürme anbringen. Also ein paar Wachtürme, damit hier keine Infanteristen mehr durchkommen ohne weiteres. Und vielleicht noch ein Kraftwerk dazu. Habt ihr es gerade gesehen? Das hat uns mal eben 5000 eingebracht. Also das ist eine ganze Menge Kohle, die wir gerade bekommen haben. Und hier seht ihr es, ordentlich Bauland. Auch das nutzen wir natürlich, um uns dementsprechend vorzubereiten. Und ein Kraftwerk. Was? Trotz des Silos? Unglaublich. Ach, ihr seid schon fertig? Dann macht weiter. So, ihr geht schon mal an Bord. Genauso wie ihr. Ihr geht an Bord. Und ihr geht auch an Bord. Jetzt habe ich 4 Trupps losgeschickt und einen... Dann schicken wir die einfach mal dahin. Wir werden hier gleich sehen, welche BMT keine Trupps hat. Warum bleibst du eigentlich da unten, du Pappenheimer? Du sollst mit hoch, Mensch. Meine Güte. Kann doch nicht so schwer sein. Genau, die werfen einfach völlig automatisch die Granaten. Ich brauche da nichts weiter tun. Ich brauche die einfach nur da entlang fahren lassen. Das reicht schon. Also das ist richtig schön. Das ist richtig angenehm. Man braucht die einfach nur machen lassen. Richtig toll. So, und jetzt können wir die Kraftwerke in Ruhe zerstören. Dann fällt gleich ihre Verteidigung aus. Aber man muss bei den Grenadieren halt aufpassen wegen Friendly Fire. Also das hat man ja gesehen. Das kann sich negativ auswirken, wenn man nicht aufpasst. Was ist denn das da oben eigentlich? Ah, ja. Alles klar. Sehr schön. Das war das Nordkraftwerk oder die Nordkraftwerke. Mehrzahl. Waren ein paar mehr. So. Welche von euch sind jetzt bemannt und welche nicht? 2 von euch sind nicht bemannt. Der hier. Und der hier. Arsenal, was hast du eigentlich für Verbesserungen? Kompositpanzer-Upgrade. Rüstet alle Infanteristen, Raketentrupps und Grenadiere mit Kompositpanzern aus. Verbessert die Panzerung, erhöht die Anzahl der Trefferpunkte. Das ist übrigens komplett neu. Also in keinem anderen Command & Conquer-Teil, außer Generäle und Generäle Stunde 0, gab es Technologien.
Also das ist tatsächlich im Tiberium-Universum was komplett Neues. Das gab es vorher noch nie. Und ich werde jetzt mal so frech, wie ich bin, hier eine Waffenfabrik bauen, damit sie auch repariert werden. Und sonst fallen die uns nämlich irgendwann auseinander. Und das wäre ja nicht so gut toll. So, ihr könnt weiter da die Mauer mal zerstören. Sehr schön, die haben sie mal weggeräuchert. Und dann machen wir das gleiche Spiel von, auf der anderen Seite nochmal. Die beiden Gebäude säubern, Silo einnehmen, sichern, weitermachen. Und dann sollten wir bald auch tatsächlich das erste Kapitel geschafft haben. Perfekt. Abwehr steht. Gut, die haben das Gebäude ausgeräuchert. Und dabei sich fast selbst geräuchert. Sehr schön. Nicht? Okay, Ingenieur, du kannst dich in Bewegung setzen. Also die werden schon lange nicht mehr Invasoren genannt. Die werden, glaube ich, spätestens seit Tiberian Sun werden sie Ingenieure genannt. So, dann können die jetzt nämlich repariert werden. Sehr schön. Außerdem haben wir eine zweite Baureihe jetzt. Das ist auch gut. Und dann machen wir dasselbe gleich nebenan. Naja, kommt da schon wieder angeschmiert. Joa, alles gut. Kein Problem für den Ingenieur. Huch. Wie manche so immer so gerne zu sagen pflegen, für den Ingenieur ist nichts zu schwer, oder wie war das? So, ihr macht mal bitte den Zaun da platt, dann hat nämlich der Ingenieur auch keine Schwierigkeiten, da reinzukommen. Bleibt aber mal noch da stehen, damit der Ingenieur da ins Silo rein kann. Und dadurch, dass wir halt unsere Kapazität auch erhöht haben, können wir halt diese 5000 auch voll ausschöpfen. Ich sehe gerade, das ist gleich schon wieder Partende. Verdammt nochmal. Gut, die Verteidigung ist ausgefallen, dementsprechend auch die Tür. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Massenversammlung oder was? Gut, ich glaube, es werden tatsächlich ein paar Panzer angebracht. Oh, 1100 kosten die Dinger. Alter, das ist viel. Ja, wir können die ja mal schon mal bauen, ne? Die Panzer schon mal so ein bisschen produzieren. Anscheinend war das sogar erforderlich. Das lese ich noch vor, danach ist Partende. Waffen des Jahres 2047. GDI Kampfpanzer MBT 6 Predator. Deswegen MBT, alles klar. Das 150mm Geschütz dieses 65 Tonnen schweren Panzers durchschlägt die Panzerung jedes Fahrzeuges oder des Gebäudes. Darüber hinaus ist der Predator trotz seiner Größe vergleichsweise wendig. Zu einem Kampfverband zusammengeschlossene Predator-Panzer machen mit feindlichen Stützpunkten kurzen Prozess und sind in der Lage, feindliche Infanterieeinheiten einfach zu überrollen. Trotz einer hervorragenden Panzerung ist der Predator allerdings anfällig gegen panzerbrechende Raketen und Angriffe mit schweren Geschützen. Kurz, knapp, knackig. Rein mit dir, mein Freund. Sehr schön. So, einmal sichern. Sehr schön. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Kraftwerk, zack. Und dann nochmal zwei Geschütze in die andere Richtung. Nein, falsches Team. So, weiter geht's. Auf nach oben mit euch. Ich nehme mal an, dass das auch ein Bonusziel ist, das erst noch getriggert wird. Einheit wird angegriffen. Neues Bonusziel. Siehste? Zerstören Sie den Schrein der Geheimnisse im Nordosten, um die Nordshadows zu stoppen. Okay. Das ist nämlich eine Elite-Einheit der Bruderschaft. Die Shadow, das Shadow-Team. Richtig cool, die Jungs. Die setze ich eigentlich auch nicht so gerne ein, tatsächlich. Aber wenn ich die habe, dann setze ich die doch recht gerne ein. Ich weiß, was ist das denn jetzt für ein Widerspruch? Ihr wisst, wie ich das mache. Da fahren jetzt einfach mal zivile Fahrzeuge rum, ist klar. So viel dazu. Das war der Schrein der Geheimnisse. Wollte ich dich eigentlich längst auf... Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bedanke mich bei euch, dass ihr auch heute dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Dann werden wir wahrscheinlich die Basis hier überrennen. Hoffe ich mal zumindest, dass wir sie überrennen werden. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.